Ja, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Persona 4 Golden. Wir hatten ja in der letzten Folge den neuen Schatten in Naotos Dungeon besiegt. Naoto hat eine neue Waffe bekommen. Und ich würde mal sagen, wir könnten theoretisch jetzt nochmal versuchen, eine weitere von Margarets Requests zu erledigen. Ich guck mal kurz, wir brauchten ja dafür diese ganzen Jacks. Also wir brauchen Black Frost mit Auto Sukukaya. Dazu brauchen wir einen Anzu. Und der muss den Skill haben. Ich guck jetzt einfach mal kurz rein hier, ob wir einen Anzu beschwören können mit Auto Sukukaya. So. Registered Personas. Da haben wir Anzu. Der hat aber nicht Auto Sukukaya. Ich denke mal, er wird den bestimmt im Verlaufe des Spiels noch lernen. Glaube ich zumindest. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich beschwöre mal Anzu und dann rüste ich den aus und gehe mit dem nochmal in einen Dungeon. So. Ich hätte meine anderen Personas da noch registrieren sollen, aber ist egal. Wir nehmen auch nochmal Naotos Dungeon, weil der schön hoch ist vom Level her. Wir haben ja auch ein bisschen Kohle gemacht in der letzten Folge. Wir starten natürlich wieder auf Etage 1. So, ich muss jetzt noch mal kurz schauen. Bring her High Speed Gear. Wo wir jetzt schon mal hier unterwegs sind. Vielleicht finden wir diese Sachen ja auch in Naotos Dungeon. Ich gucke hier schnell nochmal in meine Questliste rein. So, Highspeed Gear. Secret Lab, Etage 5 bis 6. Wir brauchen ja, das heißt auch Highspeed Gear. Gut. Ich meine, gut, vielleicht haben wir das schon eingesammelt. Ich weiß es nicht. Wir können bei den Items auch mal schnell durchgucken hier, aber ich denke nicht, dass wir das schon haben. Wenn, dann müsste es ja jetzt hier irgendwo mit beistehen. Nö. Okay. Gut.
Also ich muss erstmal bis auf Ebene 5 runter. Oh, das geht ja hier schon wieder gut los. So, Mabufu geht ja auf alle, ne? Aber es trifft natürlich... Ich nehme das jetzt trotzdem einfach mal. Ja, gerne doch. Couldn't quite beat it. Chie, now's our chance. I'm with you, Yukiko. This is it. Did that do it? God's hand. Ja, hau mal drauf. Yikes, it's tough. Three enemies left. You can win this. Persona. Ich hoffe doch, dass wir es gewinnen. Nice. Is this for real? Four new enemies. Okay, Reflekt ist natürlich nicht so schön. Nee, halt. Heatwave. Couldn't quite beat it. Four of them. You need to thin them out. Entirely according to plan. I won't fall behind. Ja, da hat der gute da Auto Sukukaya. Okay. Das bedeutet, der gute Anzu braucht jetzt bloß noch ein Level up, dann hat er den Skill, den wir für Black Frost benötigen. Ich werde jetzt hier mal durchrennen bis auf Ebene 5. Mir geht es ja jetzt um dieses Quest-Item, das wir noch brauchen. Sei denn natürlich, wir sehen hier wieder ein goldenes Händchen. Das ist klar, dass ich das dann angreife. Nein, lasst mich alle in Ruhe. Tja, wo lang? So, Ebene 3. Wir haben es fast geschafft.
Noch eine Treppe und wir sind da. Gut, so. Und hier heißt es jetzt ein bisschen kämpfen, bis wir das Highspeed-Gear gefunden haben. Aha, so that one's weak to darkness. Weak to darkness, okay, danke. Persona Level Up, ja, damit hätten wir dann schon das erreicht, was wir wollten. So. Damit hat der gute Anzu den Skill, den wir brauchen. Ich kann jetzt also wieder meine alte Persona ausrüsten. Und dann brauchen wir jetzt nur noch das Highspeed-Gear. Ach, Mann. Uh-oh, that one's immune to darkness. Persona! Senpai, 4 enemies defeated. Wow, it's puny. This will be cake. Okay, gegen den haben wir noch gar nicht gekämpft. Come on! Take this! It's not working! One enemy to go. Keep it up. Let's go. Na, nu. It's over. Alright, it's showtime. Are you ready? You can count on me. Go! Knock them out! Couldn't quite beat it. Chie! I'm with you, Yukiko! This is it! The match is over! Sehr, sehr nice. So. Da hinten haben wir eine Truhe, aber nur eine kleine. Uh-oh, that one's immune to darkness. Ja, ist ja nicht wahr. Go, Chie-senpai, go! Kick their ass! Persona! Now then, what's next? Platinum-Lampen. Nee, das brauchen wir alles nicht. Oh ja. Und dann auch noch 4. Oh, a rare one. Don't let it get away. Soda.
quite beat it. Four of them. You need to thin them out. Wow, Naoto-kun, you defeated two enemies. Yeah. I couldn't do it. Hey, it ran away. The nerve of that thing. Enemy down. Aha! Is this our chance? Okay. Naja, immerhin drei. Das scheppert auch wieder ordentlich in der Kasse und bei den Erfahrungspunkten. Ja. Sehr nice. Uh-oh, that one's immune to darkness. Ich wollte ja mal gucken, was haben die hier eigentlich für ein Level? 50. Da bin ich ja schon lange drüber. Two enemies left. Let's go. Don't lower your guard now. Oh, it's quite tenacious. Come on. Take this. Naja, ist beides jetzt nicht unbedingt, was ich brauche. Ja, ich könnte die Treppen jetzt hier nutzen, aber wir haben immer noch nicht das Quest-Item. Oh, that's not good. Oh, you're... Darkness won't work. I couldn't defeat it. Come on! Persona! Couldn't quite beat it. Just two left. Come on, this fight's not over. Demon Colau. Ah, Shadow jumped out. Das war wieder mal klar. The enemy's weak to darkness. It's doomed. Persona! Enemy defeated! Finish him! Don't stop now, Naoto-kun! Get a Skill Card, ja, das wäre natürlich auch interessant. Rang da sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Aber wenn wir den noch nicht hätten, würde ja da New stehen, oder? Aber der leuchtet auch so komisch. Ich nehme den mal. Shining Dish, nee, wir brauchen das Highspeed Gear. Immerhin haben wir ein Go Home. Sehr nice. Ich hoffe, dass sie jetzt auf dieser Etage wenigstens unsere Quest zum Abschluss bringen können, also das Item finden.
Looks like that one's immune to wind. It's weak. Was? It's weak to fire. Okay. Three of them. Don't give up now, okay? Oh. Persona! Someone finish this one off! Come on! Yeah! The winner takes it all! Congrats, Senpai! That enemy's weak to wind. Blow him away! Wind, okay. All yours! Girl, Natsu-kun, keep at it! Never lose your cool! Natsu-kun's busting heads and looking cool! Ja, der leuchtet auch. Nehmen wir mal mit dazu. Ich weiß gar nicht, leuchten die immer alle? Ich habe da noch nie drauf geachtet. Ja, wir können keine Personas mehr weiter mitnehmen. Und von daher lasse ich... Ich lasse mal Matador hier. Oder... Ja, komm. Da, Highspeed-Gear. Ja, nice. Das heißt, wir haben das Ding jetzt hier erledigt und können den Dungeon verlassen. So, einmal go home, bitte. Und dann werde ich jetzt noch versuchen, die Personas hier zu fusionieren. Also, meine schlaue Liste. Wir müssen als allererstes Anzu und Asparas. Anzu und Asparas. Ich werde aber mal vorher noch was anderes fusionieren müssen, weil wir haben aktuell keinen Platz mehr. Kann ich dann irgendwas... Halt, hier haben wir noch was offen. Samael, Hitokotunusi und Rangda können wir zu Lachesis fusionieren. Machen wir mal die drei. Autosukuka, ja. Ja, ja, gut. So, was machen wir hier mit den Skills? Ja. So, jetzt können wir anfangen. Wir brauchen Asparas. Ja.
Das heißt, wir müssen ins Kompendium. Ich brauche auch noch Pixie. Also Pyrojack brauche ich. Aber das kriege ich vom Platz her, glaube ich, nicht hin, oder? Ich habe ja jetzt wieder... Ich muss 1, 2, 3, 4, 5 Personas muss ich jetzt kaufen. Nee, das haut nicht hin. Ich werde mal Anzu schnell registrieren. Und dann werden wir noch mal ein bisschen was fusionieren müssen hier, damit ich Platz habe. Haben wir denn hier noch irgendwas Neues? Hier Siegfried, Hokuto, Fuki und Lachesis. Ja, komm. Navas Nebula. Okay, es klingt interessant. Counter-Strike, Autosukukaya. Ja, nehmen wir das mal mit dazu. Der sieht aus wie Link. Oh, Regenerate 3. Nice. Den sollte ich mal im Auge behalten. So, jetzt können wir aber, glaube ich, loslegen hier. Also. Check Compendium, View Compendium. So, Change Display. Wir brauchen jetzt einmal Pyrojack, King Frost. Die habe ich doch beide hier schon gesehen. Pyrojack haben wir hier. Einmal dann King Frost. Pixie brauchen wir auch. Jetzt fehlen mir noch Ghoul und King Frost und Apsaras. Habe ich da vorhin Asparas gesagt? King Frost. So, einmal den. Anzu, nee, Anzu haben wir. Ich brauche jetzt noch Apsaras und Ghoul. Ich hoffe, dass ich die beide habe. Ghoul haben wir hier. Und jetzt fehlt nur noch Apsaras. Der ist da. Do not have enough room to... Ah! Das gibt's doch nicht. Komm, ich muss jetzt hier irgendwas... Halt, da war eine Lücke. Throne, Neko, Shogun und Siegfried. Nee, also Throne möchte ich eigentlich nicht wirklich hergeben. Da oben können wir noch was. Rangda, Siegfried, Kushinada. Ja, das ist okay. ja. Regenerate 3, Growth 2. Das sieht nach einer echt interessanten Persona aus hier. Doubles Damage of Next Physical Attack. Makes all foes panic. Heavy Elect auf alle Gegner. Heavy Fire. Nee, dann nehmen wir mal Heavy Elect. Dann haben wir hier eigentlich auch noch eine schöne Persona, die wir mal nehmen können.
So, Mudo Boost. Increases Success Rate of Darkness Magicka. Hast du denn hier Medium Chance of, ja, Heavy Fire auf einen Gegner? Nullify Stat Bonus on all foes. Machen wir das so. So, jetzt aber. Welcher hat mir jetzt noch gefehlt? Ghoul? Ich glaube, ne? Also, Check Compendium. View Compendium. Nee, die haben wir schon. Dann Apsaras. Okay, so, dann können wir jetzt hier mit dem Fusionieren loslegen. Als allererstes brauche ich den Anzu und Apsaras. Das ist eine normale. Also Anzu und Apsaras. Und daraus kriegen wir einen Jack Frost, der Auto-Sukukaya haben muss. Das heißt, wir müssen darauf achten, diesen Skill mit dabei zu haben. Alle anderen sind egal. Ja, da kann man jetzt hier... also, eigentlich ist das wirklich Wurst. Slightly restores one ally, dispels panic, lowers out of being taken by surprise. Nehmen wir das mal mit rein und das und dann... Ja, der ist akzeptabel. So, dann hoffen wir mal, dass das Ding hier nicht schief geht. Jack Frost, ja. Den hätte ich natürlich auch aus meinem Kompendium beschwören können, aber er hätte dann nicht Auto-Sukukaya und in diesen Skill geht es ja letzten Endes. Doubles Evasion Rate against Fire Attacks. Brauche ich nicht. So, dann müssen wir jetzt eine Fünferbeschwörung machen. Oder 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl, so, wir brauchen... Black Frost, da ist es schon. Wir brauchen Pyrojack, Jack Frost, King Frost, Pixie und Ghoul. Genau. So, und wir müssen jetzt hier Auto-Sukukaya auswählen, weil den Skill brauchen wir. Alles andere ist völlig egal. Light Fire, Light Ice, Light Elec. Jawohl. Nee, das brauchen wir nicht. Increases all foes hit evasion rates for 3 turns. Nee, brauche ich auch nicht. Fire Amp, was ist das? Das können wir zu Karte machen. Strengthens Fire Attacks by 50.
Okay, wir haben zwar kein Feuer, aber die Karte können wir vielleicht irgendwann mal gebrauchen. Nehme ich Bukula für raus. Sehr nice. So, dann verlassen wir den Raum einmal wieder und gehen neu rein. Und dann haben wir auch das nächste von Margarets Requests erledigt. Welcome to the Velvet Room. Ja, hallo Margaret. You have brought Black Frost and he has Auto Sukukaya. Yes, wir haben es geschafft. Nee, wir kennen seine tragische Vergangenheit nicht. Der hat, was? Tausende von Jahren hat er allein gelebt. Er hat immer wieder den Himmel angebetet. Er möchte einen Freund haben. Okay, der hat einen einzelnen Freund bekommen. Die haben eine Menge Zeit verbracht und das Leben so ein bisschen genossen. Und dann eines Tages ging die Sonne auf und sein Freund verschwand. Ja, und danach hat er seinen Wunsch bedauert oder bereut. Weil hätte er vorher gewusst, dass er nach diesem Verlust so traurig und einsam zurückbleiben würde, hätte er niemals nach einem Freund gefragt. Oh ja. Auf jeden Fall haben wir diese Request. Erledigt. So, Rang Nummer 6. Ich bin gespannt, was wir jetzt als nächstes besorgen müssen. Well then, for my next request, Yatagarasu, schreibe ich mir mal gleich wieder auf. Yatagarasu mit Megiddo. Okay. Gut. Da mache ich mich dann für die nächste Folge wieder schlau und dann gucken wir mal, ob wir das in der nächsten Episode besorgen oder nicht. Oder ob wir dann erstmal was anderes machen. Weil ich bin ja jetzt hier schon ein paar Episoden lang in den Dungeons umhergewandert. So, erstmal schnell wieder speichern hier. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin. Ciao.